Moin Leute, Trimax hier. Heute gibt es nach langer Zeit mal wieder eine richtig schöne Challenge. Und zwar werden wir das so machen, dass Big Spin und Chef Strobel dabei sind. Wir wählen uns gegenseitig die Karten einer Draft Challenge. Kann man immer zwei Karten wählen. Es geht darum, möglichst beschissene Decks den anderen zu wählen. Und jeder schmeißt 10 Subgifts in den Pool und der Gewinner kriegt dann 20 Subgifts. Wenn euch sowas gefällt, wie in den guten alten Zeiten, einfach den Kanal abonnieren, das wird immer noch regelmäßig kommen, klar. Und könnt das Ganze auch kostenlos. Ihr könnt das Ganze auch kostenlos unterstützen hier unten. Es gibt nämlich einen Creator-Code, auch in den Supercell-Games. Meiner ist Trimax. Kostet euch nichts, hält 7 Tage. Vielen, vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der dort unterstützt. Bald kommen ja auch Clash Mini und Clash Hero raus, was wir uns dann reinziehen werden. Ich öffne mal ganz kurz die Free-to-Play, Free-to-Play auf dem Account die Magie-Truhe. 10 Joker. Ritter, okay, sehr gut. Alles okay. Klar, wer fängt an? Schere, Stein, Papier in deinen Chat. Ich würde sagen, Big Spin fängt an. Was? Warum denn das? Hä? Ja, ist so. Ja. Ja, okay, komm. Du bist mir entgegengekommen, dann komme ich dir auch entgegen. Ja, genau. Du hast der Chef Strobel dabei. Sonst würde ich uns beiden die Decks wählen. Und jetzt wählen wir alle random Decks. Ist echt so. Okay, dann würde ich sagen, als zweiter ist. Chef Strobel. Musst du sagen. Wir machen Schere, Stein, Papier. Zeigen im Stream. Okay, bereit? Ja. Schnick, Schnack, Schnuck. Hast du verloren, oder? Naja. Ich hab ne Schere. Ja, ich hab den guten alten Stein, wie immer. Ich weiß, es ist so geisteskrank. Der gute alte Stein. Du bist Zweiter, okay, dann bin ich Dritter. Ja, ja. Oh. Ja, der gute alte Stein, gell, Rocky? Ja, gell, der Stein. Oh, der bellt, okay. Oh, wer bellt der so? Das hört man in der Aufnahme. Rocky. Ach so. Das hat uns jetzt die Aufnahme ruiniert. Die Kinder von den Straßen. Das kriegt mein Cutter nicht mehr hin, das war's. Alright. Alright. Dann gehe ich rein, oder was? Ja, geh rein, Big Spin. Okay, let's go. Barbaren oder Hunter? Barbaren. Elixier Golem oder Miner? Elixier Golem. Fire Spirit oder Dark Prince? Fire Spirit. Okay. Ja, scheiße. Elixier Golem. Das Barbaren ist schon wieder eine Katastrophe. Und Fire Spirit. Ich bekomme in jeder Challenge gerade diesen Schmutzgolem. Ich hatte die Challenge schon auf meinem Free-to-Play-Account gezockt. Ich hab immer zur Auswahl bekommen. Oh, was ist das denn? Der greift die Hütte an. Der greift die Hütte an. Er ist so ein Knecht. Okay, boah, let's go. Skeleton Barrier hast du auch noch. Meine Fresse ist dein Deck, scheiße. Mein Deck ist echt keine Win-Condition. Der Gegner hat irgendwas für das Skelly Barrier drin und er hat einen Miner. Er hat irgendeine geile Win-Condition und noch einen Miner. Ah ne, er hat Mauer, okay. Ein Miner, Mauerbrecher, Poison, Kobold. Aber weißt du, wann will man sie splittet? Der kann das Game. Ist doch geil. Der hat ein richtig gutes Deck, aber dein Deck ist auch gut. Du hast, ja, du hast Fire Spirit, Barbaren und Elixier Golem. Und der Elixier Golem, ja, war klar. Oh, er geht in die Offensive, anstatt ihn erstmal zu verteidigen. Ja, ist das nicht Lost? Das war Lost, glaube ich. Könntest du also, zum defensiven Poison? Ich glaube, das war Lost. Also der Miner, der war dumm. Defensiver das Poison einfach, ja. Nee, ist okay. Nee, nee, der Turm ist trotzdem down. Nein. Doch. Ist noch davor was? Ist auch die Kobold-Gang? Ja, guck. Der macht das. Nee, der ist durch. Der Turm ist so oder so down. Der Turm ist weg. Der Turm ist weg. Der Meiner. Schwobel, Digga. Du hast noch nie. Siehst du das nicht? Elixier Golem? Kennst du den? Ja, doch, aber. Du spielst hier mit und kennst Elixier Golem nicht. Egal, ich geh rein, du Schwein. Die Karte das war gar nicht. Okay, du musst die Karte laut sagen. Kobolde oder Minions? Du nimmst die Kobolde. Elixier Golem oder diese Elixier Golem. E-Giant oder. Oder? Koboldriese. Koboldriese. Oh, ist auch scheiße. Bats, ne? Oder Eisgolem? Du nimmst den Eisgolem, Junge, let's go! Was hast du für eine Scheiße gebaut? Ich wünsche dir richtig viel Spaß. Dein Deck ist so scheiße, Junge, oh mein Gott. Boah, starker Bomber. Bam, alles weg. Guter Eisgolem, sehr guter, stark. Guter Eisgolem als Backup. Damit er auch den Flächenschaden vom Bomber kassiert. Boah, guter Erdbeben auch, ja. Er ist dran. Der Gegner? Ja. AFK. Oh, der Gegner ist schon wieder Brain AFK, Junge, ich fass es nicht. Der Gegner muss. Ja, aber genau deswegen gibst du den Gegner die Agent, weil sie können noch so geile. Wenig hören. Oh, gut. Geiler Inferno Dragon! Sehr gut. Sehr gut. Als ob er wirklich. Oh mein Gott, halt small, er klappt halt wirklich. Weil der Agent innen platziert wurde, war der halt sogar wirklich. Ich fass. Oh mein Gott, dafür hasse ich Chef Strobel. Dafür hasse ich Chef Strobel. Du hast so reingelackt, Junge. Du hast so reingelackt und weißt noch nicht mal, wie du gelackt hast. Oh mein Gott. Egal, das sind gute Bats, die Bats werden hier auffressen. Mhm. Aber Chef Strobel, er lackt so heftig. Und merkt weiß es nicht. Gar nicht, wie doll. Du hast gerade so heftig gelackt wie noch nie jemand in dieser Challenge. Weißt du das? Ich kann nichts mehr machen. Aber wow. Oh mein Gott, das sieht nicht gut aus. Erdbeben auf Starker Erdbeben. Erdbeben auf Pyriglitz ist sehr effektiv. Ich konnte nicht mehr machen. Okay. Hauptsache der Turm fehlt nicht. Gut, der Turm ist da. Ich kann nichts gegen die Dings machen, ne?
Inferno Dragon, Hard Counter gegen Piglet, sauber. Sehr stark. Und der Turm ist weg, gute Bogenschützen. Elixir-Golem ist drin. Ich kann absolut nichts dagegen machen, what the fuck. What the fuck. Das sieht nicht gut für dich aus. Ey, ich sag's dir aber auch, wie es ist, Herr Strobel. Du hattest wahrscheinlich den beschissensten Draft des Tages. Ja, war mir klar. Beschissener wird's nicht mehr. E-Giant gegen Goblin-Giant. Ja. Eis-Golem gegen Bats. Und dann noch Elixir-Golem gegen die Piglets. Also schwänzischer geht's nicht mehr. Ja, das ist das Maximum. Ich stehe jetzt auf dem Weg zum Three Crown. Goblin Giant. Goblin Giant mit Elixir Giant. Ey, du hast gar keine Zeit, das klappt nicht. Das reicht nicht von der Zeit her. Let's go. Vamos. Unlucky. Gute Idee nochmal da mit Goblin Giant. Elixir Golem. Finde ich geil. Aber gutes Game. 0-1. Geht ja auch nur um 10 Subgifts. Das sind 40 Euro. Da kann man auch mal so reinenden. Sehr, sehr unlucky, was ich da droppen durfte. So, und jetzt wählt der Stroh für mich. Bist du bereit? Mhm. Auf welchem Account bist du, Max? Elixir Golem Friedhof. Elixir Golem. Elixir Golem gespielt. Speargobs, Eisgolem. Eisgolem. Oh mein Gott, du wirst genauso gebumst. Skelettdrachen, Elektromagier. Skelettdrachen. Dann kann ich was machen. Elektro Giant, Goblin Giant. Goblin Giant. Das ist das gleiche Deck. Das ist das gleiche Deck. Bigspin sagt gerade noch. Bigspin sagt gerade noch, das ist das schlechteste Deck des Tages. Ich habe auch Goblin Giant, Eisgolem, Elixir Golem. Ach so, dann ist mein Deck gut, ne? Schreib mich doch nicht an, du Wichser. Ey, was soll das? Digga, er hat einen Mini-Packer und einen Prinz. Ich habe 4 Tanks und er hat nur Single-Target-Damage. Das stimmt. Aber ich spiele halt krass, das ist immer ganz geil. Ah, okay, okay. Die Rescues sind absolut broken gegen ihn. Oh, scheiße, jetzt frisst er. Er hat kein Single-Target-Damage mehr im Cycle. Oh, Luftpost, oh mein Gott. Ach du fuck. Oh mein Gott, für die Defense so mächtig. Na, die Dings sind ein bisschen scheiße. Was ja, guter Feuerball. Warum gibt er sich die Luftpost und dir den Feuerball? Das ist ja so sinnlos. Alter Lachs. Der Typ ist halt nicht cool. Der liegt. Wow. Oh, guter Hunter, sehr stark. Immer schön den Hunter hinten spielen. Aber was ist denn das für ein A-Giant? Ja, der ist... Ach du Allmächtiger, was ist das denn jetzt für eine Katastrophe? Der Typ spielt wie Kraut und Rüben. Das ist halt ein bisschen unfair. Guck mal, ich krieg wenigstens noch jemand, der gut ist gegen mich, weißt du? Aber er hat die Luftpost, er hat die Luftpost, warte ab. Na, das sieht trotzdem nicht gut aus. Die kommt jetzt da dick reingeflattert. Und wird gelöscht. Ja. Hä, aber... Ist verloren. Ja. Ist verloren. Komm, Neos jetzt, ja? Ja, und dann? Digga, ich gewinne einfach mit 3 Tanks. Ja, aber der Typ ist auch scheiße, wenn du spielst. Das ja, ist also der Gegner war wirklich... Naja, also aber ich meine, Meier konnte wenigstens spielen, weißt du? Ich meine, das ist halt schon wieder so unfair. Deiner konnte wenigstens spielen. Ja, es ist halt mit Abstand einfach so, dass meiner besser war als deiner. Das ist halt der traurig. Gegner kann sich auch beschweren. Kann auch sagen, oh, mein Gegner konnte wenigstens richtig reden, ohne zu nuscheln, weißt du? Da muss sich ja nicht jeder jetzt hier beschweren. 1-0. Ich liebe das. Das Format ist so geil. Chef Strobel ist nach 25 Sekunden mega salzig und dann beginnt der Spaß. Statement, Chef Strobel? Ja, aber wieder witzig, was du für schlechte Gegner bekommst. Das ist so geil. Das ist so der Klassiker. Das ist so geil, Alter. Es ist so geil. Es ist instant lustig. Also, das Intro kommt, es geht los und es ist in der gleichen Sekunde schon lustig. Wegen Chef Strobel. Das ist geil. Warum Chef Strobel dabei ist? Chef Strobel ist immer dabei und redet 2 Stunden nicht. Ist aber offstream in der Aufnahme, damit er das heute Abend noch hochladen kann. Ja. Er hat einfach gleich ein Video hoch und schreibt gegen Trimax gewonnen und gegen Bigspin. Aber redet in der gesamten Aufnahme nicht. Ja, stimmt, wir auch für Clickbait, wir gelogen. So wie du spielst. Nice. Junge, der Typ geht mir auf den Sack langsam. Oh. Skami, bitte. Skarmay heißt es, glaube ich. Oh, komm, mach doch die Skami. Der ist dran. Skami. Nach was? Kannst du auch mit Skami zu sagen? Das heißt Skami, du Wichser. Skami. Ach, Chef Strobel. Ach, scheiße, Chef Strobel. Gute diese. Ah, das ist doch wieder. Ich bin Bigspin, ich gewinne alles. Egal, dafür haben wir Chef Strobel dabei, dass wir auch jemanden haben, der auch mal ein paar Loses einfährt. Chef Strobel, bitte rein ins Game. Dann möchte Chef Strobel direkt. Junge, abfahren. Kann der Gegner bitte da keinen Eos draufhauen, danke. Na, oh mein Gott. Enjoy. Oh, wie macht das schlechte Skelly? Die Skelly Dragons, wie schlecht? Hä, 2 Skelly Dragons konnten die Fledermäuse nicht töten? Ja. Hä, er hat alles gegen meinen Koboldbohrer, ne? Pass auf. Oh mein Gott. Alles gut? Strobel, ruhig, Herr Strobel. Herr Strobel, kannst du aufhören, deine Arkgenossen zu spammen? Oh, jetzt. Nice. Jetzt ist er dran. Ja. Der ist dran und das die anderen auch noch? Das war's. Das war's. Ja, der hat gecoated. Ja, scheiß Gegner. Alter, Drecksgegner. Hat kassiert vom besten. Ist kein Admin, Alter. Gamer.
Aber Max, du musst mit dem Deck gewinnen. Du hast ein absolut brokenes Deck. Und wenn du da verlierst, wäre peinlich. Ja, aber er spielt auch gut irgendwie. Das ist auch. Nein, nein. Guck, was er macht, Alter. Das ist so unnötig. Ey, du musst. Max, guck dir das Deck an und überleg dir, was musst du damit machen, um zu gewinnen. Das. Auf das jeden Fall nicht das. Oh, doch, das war gut. Doch. Weil er geht nee. Schlecht. Macht er das? Jetzt kommt Pigels rein, jetzt hat Max nichts. Scheiß die Wand an, das ist nicht gut. Okay, ist der Turm. Kann ich jetzt machen. Jetzt muss er nur noch deppen, jetzt muss er nur noch deppen. Es gab den scheiß E-Wiz, es gab den scheiß E-Wiz als Auswahl, ich hab ihn nicht. Wenn jetzt ein Holz kommt, bin ich auf K. Yeah! Jetzt muss er nur noch schön, er muss jetzt einfach noch die Dings, die Goblin Drills defensiv spammen, dann ist das Ding durch. Ja, er weiß es doch. Der geile Nascher. Alter, der Gegner, Kater, eine Maschine. Eine Maschine vor dem Herrn. Was ein geiler Zocker. Ja, guck. Schön! Oh, nicht so laut, Chef Strubel, du bist sonst zu hässlich. Ja. Ich weiß nicht, Max. Digga, was ist denn Kater, Digga? Ist der dumm? Der Coach Kater hat immer schön deine Grenzen aufgezeigt. Unmöglich! Wie krass! Unmöglich! Ich bin der Coach Kater und hab verloren, ja. Also, das war schon ein sickes Game. Oh, ja, ich bin Trimax und ja. Schlecht. Um Gottes Willen. Super stolz. By the way, ich bin sehr, sehr stolz auf meine Leistung. Warum setzt er keine Skami? Warum setzt er keine... Junge, keine du, hör mal auf die Karten. Ja. Manche Strubel, du bist voll dumm. Ja. Gute Diesel, gute Runde. Ach, das ist auch scheiße. Ich geh rein, blick's mir an. Das Ding ist, der Strubel hat nichts, um diesen Golem zu verteidigen. Kein Single Target Damage. Oh, ein Eis. Nein. Der war geil. Ein Heilgeist ist gut. Und die Fledermäuse explodieren instant. Geil. Geil ist der Strubel, weiß einfach die leichtesten Mechanics hat er nicht drauf. Der ist am Turm jetzt. Ein halber Hit. Ich kann mir nichts machen gegen das Deck, ne? Ohne den sind sie mir Nein, der fängt jetzt nicht da. Der ist defensiv. Ich hatte Flying überlegt, Peacock ich sage, heißt der. So. Flying Peacock. Hashtag Flying Peacock. Der Hashtag ist wichtig. Oh Mist. Ey, nein, was? Sind wir beide rein? Nein. Oh, jetzt oh, der gut. Fuck it. Du musst Pumpe, setz Pumpe zum Deffen ein. Pumpe als Gebäude ist gut. Das nein. Macht man noch für das 21. Ja, gut, so wie ich der Stroh spiele, kann ich mir das vorstellen. Du hast halt nichts gegen den Golem, gar nichts. Du hast nichts gegen den Golem. Ach, in der meisten Zeit, wenn er ingame ist, spielt er einfach nur cringe. Drei Ritter spielt er. Drei Ritter. Ich hab schon Mitleid. Triple Ritter gegen Golem. Guck mal, da jetzt greift er an. Jetzt kommt Schiff Strom. Drei Ritter für Atelixier. Drei Ritter. Drei hässliche Ritter. Er kriegt einen Land auf den Turm. Oh mein Gott, nein, der Gegner fängt an, scheiße zu werden. Halt's Maul. Triple Ritter holt sich den Turm, weil der Gegner intet. Vier Ritter, gefühlt. Es sind immer drei Ritter auf dem Feld. Das gibt's doch gar nicht. Du hast gewonnen, Schiff Strom. Ich fass es nicht. Ich kotze. Triple Ritter gewinnt. Er checkt es nicht. Oh mein Gott. Ich bin der Beste! Ja! Ich bin so gut, ihr Kleinen. Alter, ich hab perfekt gemoved. Der Strom will keine Beleidigung. Der wird einfach in den Turm gepult. Gutes Holz. Damit die Kanonen kaputt. Oh! Okay, ich hab Bomber Magier und er hat ein Lightning. Junge, ist das so geil. Seine Damage-Stealer werden weggelightningt. Ja, Dix, ich brauche eine Analyse von dir. Ey, du hast auf jeden Fall ein Problem erstmal. Er soll jetzt hinten einfach Golem spielen, hat er gewonnen, das ist es. Einfach nur hinten Golem. Bitte, bitte mach es. Mach es mir zuliebe, bitte. Er spielt den nicht, weil er dumm ist, Bigspin. Oh mein Gott. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass er das noch kackt. Nein, noch kackt. Nein, er kann das nicht kacken. Wenn er jetzt das gut def, kackt er nicht. Oh nein. Oh, was ist der Wahnsinn? Ist verloren. Bigspin ist verloren. Und die Mängel. Jubelt! Die Kobolde ist noch nicht verloren, hat die Kobolde. Ach, er seppt noch wie der größte Lurch. Ich hasse ihn. Oh Gott, Alter. Und links. Wenn man noch links mal gucken. Ey, ohne Spaß. Du musst. Also, ich will den Typ nicht beleidigen, Scheiße. Aber du musst dumm sein in deinem Kopf, um so ein Matchup nicht gewinnen zu können, wenn du Clash Royale schon ein bisschen spielst. Du musst wirklich. Du übertreibst direkt wieder. Gleich sagst du wieder, der muss ein Hurensohn sein oder sowas. Nein. Du übertreibst dann immer direkt. Also wirklich, du musst dafür dumm sein, um so ein Matchup zu verlieren. Du musst wirklich dumm sein. Ja, ist verloren. Oh mein Gott, du kannst nicht so fucking Golem, pass brained auf, sein. Golem jetzt an. Oh mein Gott. Ey, ohne Spaß. Du musst einfach nur. Oh Gott. Er hat die Karte nicht verstanden. Er kennt den Graveyard nicht. Der Typ hat jeden Egal, wir sind hier rein. Verteidigt, wie ich es noch nie gesehen habe. Wahnsinn. Ich will ein Teufelskerl. Die spielen sehen, selbe Matchup. Mal gucken, was er dann sagt. Geil, die Valkyrie zwischen deine Einheiten gezogen, Bigspin, dass beide Damage kassieren. Und geil, dass deswegen jetzt noch der Fisherman's Friends stirbt. Oh, Bigspin. Bigspin. Hunter. Oh, der Hunter greift falsch. Ein Hit. Ja. Zweiter Hit.
Dritter Hit und jetzt für... Wow, 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 Turmhälfte down. Mayday, mayday. Big Spin, oh, Big die Skelly Dragons kriegen Damage. Die Landeklappen ausfahren, Big Spin. Die Landeklappen ausfahren. Du bist zu schnell, du bist zu schnell. Halt einfach dein Maul. Oh, das könnte jetzt ein Problem sein. Wenn ja, der Hunter noch kommen. Lebt, mehr. Chillig. Oh. Ja, der Predict hat ihn leider gebrochen. Schade. Unlucky. Aber er hat auch nicht gut gespielt, oder? Oh. Hast du mit dem Appreciated, der sich beim Gasblick komplett auseinandergenommen hat? Danke. Ja, ich aber er hat auch... Okay. Ich geh rein. Nix und wieder raus. Ist verloren. Pfeile fliegen. Ne, brauchen wir noch nicht mal. Ich hab schon mal kein Elixier. Ist nee, egal, was ich kann das Spiel nicht. Ich hab keine Karten zu deffen. Der ist verloren. 40 Sekunden, schreie nochmal richtig an, du musst nur dran glauben. Nee. Also meine Wincon ist schon mit der gecountert. Ich glaube, wenn du richtig fest dran glaubst und ein paar Sachen prediktest, also wenn du richtig, richtig fest dran glaubst, wenn du ganz, ganz, ganz fest dran glaubst. Nee, er belieft nicht. Ja, da kann ich dir auch nicht helfen. Er belieft nicht. Oh, Chef Strobel? Oh, schade. Die kurze Hoffnung. Ich fand das gut, dass der Gegner wieder... Oh, Emote 10! Und ja, er macht den Miner. War den Miner. Streamstep? Hä? Das war ein Streamstep. Das ist ein Miner. Ja, du streamst da gar nicht. Woher weißt du das? Der kommt aus Peru, Alter. Als ob das ein Streamsniper ist. Alter, Max, kennst du die Funktionsweise der Mutterhexe? Ja. Kennst du die Funktionsweise, wenn du keinen Melee-Damage-Dealer hast? Ich hab nichts. Ich hab zwei Geister, eine Luftpost und eine Princess. Das soll jetzt verarsche. Du hast halt einfach einen Busch verloren. Ich hab noch nicht mal ein Deck. Ich weiß. Du gewinnst doch. Wenn du ganz, ganz, ganz fest dran glaubst. Jetzt musst du nur alles geben. Jetzt musst du gut spielen. Dann gewinnst du das. Ja. Du musst einfach nur gut deffen, Max. Nur gut deffen. Ich habe kein Single-Target-Damage. Was machst du denn? Ich habe kein Single-Target-Damage. Das ist alles. Ich habe nur Magic Archer, Princess und Skelly Dragons. Das ist so assi. Das ist so assi. Ich habe kein Damage. Nee, belief nicht. Das ist so asozial. Das ist so... Ich habe fünf Truppen... Ich spiele mir einen Elixiervorsprung raus. Ich habe fünf Truppen auf dem Feld. Fünf Truppen greifen den Giant an und keiner kann ihn aufhalten. Oh, ist das bitter. Oh, ist das... Ich habe alles. Ich habe sogar... Ich hatte ja sogar den Elixiervorsprung. Ja, da kann ich dir auch nicht helfen. Junge, wie geil. Wie geil. Ach, der verarscht doch. Also der X-Bogen, nee, ist rau. Er macht gar keinen Sinn. Also es macht keinen Sinn. Das macht ja gar keinen Sinn. Oh mein Gott. Das hat auch was. Macht gar keinen Sinn, wenn er verliert. Also überhaupt nicht. Guck dir das mal an. Hunter, Doppelflugmaschine. Was ist das denn? Was kannst du nicht vergleichen? Die Decks und die Gegner. Oh mein Gott. Hä? Also mir hat's gefallen. Ich gebe schöne Runde, entspannt. Matchpoint. Matchpoint 1-0. Ja, Matchpoint. Hauptsache die Kanonenkarre überlebt, das ist das Wichtigste, dass sie noch aus der Verteidigung mit in den Angriff kommen kann. Aber es bringt nichts. Schastro hat Full Elixir. Double Inferno Clasher. Ist bad, das ist einfach nur bad. Das war extrem gut, wenn der EOS hat. Mein Knie wackelt, weil ich so aggressiv werde, was er macht. Goblin Gang Firecrackerin. Ist auch schon wieder lächerlich. Ja, hol doch. Princess Elektromagier. Princess? Ist auch lächerlich. Ja, hol doch. Minion Horde Skelly Dragons. Minion Horde? Lächerlich. Viel Counter bisher. Hol doch. Valkyrie Miner. Miner. Jede Karte countert sich. Big Spin Analyse. Kannst du jede holen? Karte, die ich gewählt habe, hat sich gecountert. Ey, weißt du, was ich nur sag? Jede Karte hat sich gecountert. Ja, hör aber ganz kurz hin. Der Name deines Gegners, das sage ich einfach nur zu dir. Ey, Bigspin, das müssen wir gleich mal besprechen, wenn es fertig ist hier, ne? Ja. Jede Karte gerne. Hat gecountert. Skelly Dragons, Minion Horde, Firecrackerin, Goblin Gang und so weiter. Aber du hast trotzdem eine Widerreiterin. Oh Gott. Oh Gott. Einfach Albträume. Firecrackerin darfst du gar nicht erst OP lassen. Du musst es schön klein halten. Ey, der Gegner kommt wirklich einfach straight aus der Baumschule. Das ist insane. Bigspin, lass ihn in Ruhe. Ja, schön die Xil leaken, weil man 5 Sekunden die Rocket anpeilen muss. So ein Mini-Packer, Ice-Gas-Mini-Packer. Oder so. Er hat noch den EUS, das den jetzt erst zeigst du Schande. Oh, schöner Poison von ihm. Oh, der geht das aber dran, das Damage, hallo. Ja, ich ja, meine. Noch ist die Messe nicht gelesen. Ja, aber diese. Ja, das ist es nicht. Ja, das ist es gar nicht. This ain't it, Chief. Das ist es leider echt nicht, Mann. Aber man muss sich auch mal wieder fragen am Ende, woran hat's hier gelegen? Gute Kanone. Ja, bam. Stinkt. Bam. Hey, ich schwör's dir, das ist so traurig.
Warte. Warte. Was? Das heißt, musst du gar nicht lachen, ist überhaupt nicht lustig. Jetzt geht's los! Drive, ich kack dich in die Hose. Das ist gar nicht lustig. Das ist das Geilste. Doch. Von allen Challenges ist das mit Abstand das Geilste, was je passiert ist. Wirklich. Wenn ich meinen Top-Moment in der Challenge aussuchen dürfte, von allem, was je passiert ist, Max, ist ja das. Ich kann da nicht drüber lachen. Ja, das ist es. Max, das ist es. Das ist perfekt. Das ist wirklich. Ich könnte mir nichts Geileres vorstellen. Ich kann mir gerade nichts Geileres vorstellen als das. Es ist einfach nur geil. Es ist einfach nur voll geschissen und geil. Oh mein Gott. Der 1 HP Attackenmann. Gut, ihr spielt weiter und der Gewinner kriegt 10 Subgifts von mir. Ja. Eigentlich müsstest du mir jetzt noch die Karten draften. Nee, das macht ihr jetzt schon untereinander aus. So. Gut, ich wünsche euch noch viel Erfolg. Schreibt, wer gewonnen hat, wird Epic Spin sein. Mal sehen. Wenn der Strubel den Comeback macht, kriegt er von mir nicht 10 Subgifts, sondern 20. Alter. Oha. Ja, als ob, Digga. Der kriegt die nächste Runde. Ich sag, ihr kommt in 3 Minuten zu mir in den Channel und sagt, ja, der Strubel hat verloren. Das ist möglich. Es ist so oder so. Ey, ich bin in FIFA gebrochen und dann komme ich aus FIFA raus und dann habe ich in Clash Royale 1 HP. Okay. Das ist halt echt so übel, oh mein Gott. Ey, ich wünsche euch ganz viel Spaß noch. Ich bin einen Channel weiter unten, bis ihr fertig seid, ne? Alles klar, perfekt. Tschüss. Gut, toll.